Ich glaube, wenn man sich das Ganze jetzt mit etwas Distanz anschaut, wie wir das Ganze geplant und strukturiert haben, kann man schon sagen, dass die Arbeit und der Aufwand schon deutlich über dem liegt, was wir uns eigentlich so vorgestellt haben. Die ganze Arbeit und auch diese ganze Intensität, die es dann irgendwie doch von jedem Einzelnen abverlangt hat, war dann in diesem Ausmaß eigentlich nicht so klar. Nachdem wir die Altriss rausgebracht haben, haben wir erstmal ein Jahr quasi nur gespielt. Wirklich, wir haben ja 70, 80 Konzerte gespielt. Das hat sich dann über 12 bis 14 Monate gezogen oder so, bis wir dann wirklich angefangen haben zu sagen, so, wir schreiben jetzt halt die nächste Platte, ne? Und zu dem Zeitpunkt wussten wir eigentlich auch noch gar nicht richtig, wie wir halt klingen wollen, weil wir halt alle auch wussten, dass auf jeden Fall irgendwie eine kleine Veränderung rein muss, definitiv. Dass wir uns in eine etwas andere Richtung orientieren wollten und haben dann einfach erstmal drauf losgeschrieben, so. Ja, ich glaube, der Schreibprozess, den wir dieses Mal fürs Album hatten, war mit der längste, den wir irgendwie jemals in unserer Bandgeschichte für ein Album aufgebracht haben. Also ich glaube, wir haben da letztendlich 2 Jahre dran geschrieben, 2,5 sogar. Wir haben eigentlich kurz nach dem Release der Altro ist, also ich glaube schon 3-4 Monate später, eigentlich angefangen, neues Material zu schreiben und sind damit dann auch im Prinzip erst kurz bevor wir letztes Jahr im Oktober ins Studio gegangen sind, fertig geworden. Was auch irgendwie daran lag, dass wir bereits 4-5 Songs geschrieben hatten, die wir aber ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nochmal verworfen haben, weil wir einfach gemerkt haben, das geht nicht in die richtige Richtung für uns, das passt irgendwie nicht für uns zusammen, was natürlich einen als Band sowieso erstmal zurückwirft. Also ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre das Album schon längst 2017 erschienen. Was natürlich auch noch irgendwie während des ganzen Schreibprozesses ein einschneidender Punkt für uns war, dass ich dann ja irgendwann nach Hamburg gezogen bin im Oktober 2016. Und zum circa gleichen Zeitpunkt ist dann auch David an der Gitarre ausgestiegen. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo halt von euch die Nachricht kam, wo ihr meintet so, yo, wir fühlen uns irgendwie alle mit den neuen Sachen nicht wohl, müssen gucken, dass wir was anderes machen. Das war halt schon ziemlich ärgerlich, weil halt fast ein ganzes Jahr verloren gegangen ist, ne? Was auch letztendlich jetzt dazu beiträgt, dass wir halt fast 3 Jahre Pause haben zwischen den beiden Alben, ne? Ja, zwischen 2015 und 2018 releasen werden. Das Gute war aber dann, dass nach der Aussprache auf jeden Fall die Laune in der Band auch wieder besser war, weil die Proben auch wirklich anstrengend waren. Das hat man auch David angemerkt, der halt wirklich sehr gestresst war immer und so sich halt auch geäußert hat, dass das Material halt nichts mehr für ihn ist und wir uns dann echt entschieden haben, einfach neu anzufangen und ich weiß nicht, da war jetzt so ein gewisser Schwung drin, super viel Energie, die haben wir dann echt mitgenommen. Sodass ich eigentlich auch jetzt sagen kann, also für mich persönlich, dass das Schreiben des Albums halt super smooth war, also viel smoother als bei der Altro ist, weil es einfach alles viel harmonischer ablief und wir uns halt auch durch die klare Aussprache irgendwie ein genaues Konzept vorstellen konnten halt, ne? Und so letztendlich dabei gelandet sind, wie es jetzt ist, und wir sind alle super zufrieden
auch während des Songwriting-Prozesses. Ich rede einfach weiter. Ja, ich weiß. Genau. Und es waren halt so, dass wir halt dann gesagt haben, nachdem dieser Cut wirklich da war, nachdem die Songs verworfen wurden, wir fangen jetzt einfach komplett bei Null an. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe die Vorschläge der Jungs angenommen und habe halt versucht, die in meinem Kontext, so wie wir es immer gemacht haben, eigentlich in Songs einzuarbeiten, in Ideen. Habe dann für mich Riffs gesammelt und habe angefangen, einzelne Songparts oder halt auch mal einen ganzen Song rumzuschicken. Und das hat dann direkt positiven Anklang in der Band gefunden. Alle hatten Bock drauf. Und dann haben wir uns halt quasi an Songwriting gemacht. Und da Christoph halt in Hamburg wohnt und wir zu der Zeit keinen Gitarristen hatten, keinen festen, war es dann oder lag es halt dann quasi an Sascha und mir, diese Ideen, die wir dann halt hatten, ja, zu instrumentalisieren, in den Proberaum zu bringen, es zu spielen, zu gucken, wie es sich anhört. Und letztendlich war es dann so, dass Sascha und ich tagelang zu zweit im Proberaum waren, was natürlich auch ein bisschen zäh ist, weil du halt keinen Bass hast und kein Gesang und die zweite Gitarre fehlt, aber Sascha und ich haben das halt alles irgendwie gewuppt bekommen. Und ja, so ist letztendlich dann auch das Album entstanden, weil Sascha und ich uns dort zu zweit echt eingeschlossen haben und an den Songs gearbeitet haben. Und ja, Christoph ist dann halt für Wochenenden nach Dortmund gekommen aus Hamburg und hat uns da unterstützt, hat seine Basslinien beigesteuert, was uns auch super wichtig war, hat sich mit Sascha auseinandergesetzt und im Detail auch wirklich am Bass und an den Instrumenten an sich gearbeitet. Und ja, ich finde halt auch, dass man das raushört und dass halt das auch einfach so eine neu gewonnene Qualität von uns ist, dass wir eben wirklich auf die Instrumente achten und jedes Instrument einzeln ausgearbeitet haben. Björn ist in der Lage, die Songs im Gesamtbild schon zu programmieren und aufzunehmen. Das hilft natürlich ungemein, wenn man keine ganze Band zur Verfügung hat und man irgendwie weiterkommen muss. Und wenn es dann einen Part gibt oder auch der ganze Song im Gesamtkontext gesehen, wenn es da dann einfach klare Strukturen gibt und Björn klare Vorstellungen hat, wenn er einen Riff schreibt, dann hilft mir das und hilft letztendlich dem gesamten Prozess, da einfach Fortschritte zu machen. Denn ich bekomme den Song, ich höre mir das an, ich kann mir das aneignen und bei der nächsten Probe im Proberaum sind wir in der Lage, genau das, was Björn zu Hause geschrieben hat, umzusetzen. Und dort vor Ort dann mit dem Clicktrack einfach direkt anzusetzen an den Stellen, wo wir meinen, noch etwas ändern zu können oder zu wollen. Zu dem Zeitpunkt, als David noch in der Band war, hatten wir ein Angebot bekommen, Black Tusk auf ihrer Europatour zu begleiten. Und in diesem Zeitraum war es allen möglich, mitzufahren und die Tour zu spielen. Lediglich für David war das eher ein Ding der Unmöglichkeit. Und da war relativ klar, dass wir die Tour unabhängig von David wahrnehmen wollen und haben uns da überlegt, wen wir da mit an Bord holen können, um diese Tour einfach zu spielen und die Erfahrung mitzunehmen. Wir haben halt eine Menge Konzerte gespielt zu der Zeit und haben uns dann quasi auch gar nicht so richtig auf die Suche gemacht nach einem Gitarristen, weil wir dann Max gefragt haben. Max als bester Freund von Sascha, den ich für meinen Teil auch schon seit 10 Jahren kenne, was ganz witzig ist. Wir kennen uns quasi aus Jugendzeiten, aus Jugendbandzeiten, haben schon zusammen in Aulen von Gymnasien gespielt, mit unseren Metalcore- und Rockbands. Mhm. Sodass dann, als die Frage aufkam, ob wir einen weiteren Gitarristen wollen oder ob wir es mit einem versuchen, Max eigentlich direkt in den Raum geworfen wurde, dass sein Name relativ schnell fiel und Max dann erstmal als Ersatzgitarrist
als Ersatzgitarrist die Tour gespielt hat. Schweinehund. ja. Ja, dass er halt als Ersatzgitarrist die Tour gespielt hat. Boah. Das ist ein Dixer einfach. Ja, wir haben ja quasi, also das war ja nach der Tour, hatte Sascha mich quasi darauf angesprochen, mal, ob erstmal quasi so diese Idee in den Raum geworfen und erstmal gesagt, wir sind genau an dem Punkt, wo wir halt überlegen, holen wir uns jetzt mehr einen Gitarristen, machen wir es zu dritt weiter, ne, wie ist so unser Plan? Und dementsprechend war das quasi eine Option und nachdem die Tour dann auch sehr gut lief, wir uns gut verstanden haben, auch gut harmoniert haben, was so die Organisation angeht und alles einfach so ohne groß Mühe irgendwie einfach gefluppt hat, ja, kam dann halt der Punkt, ne, wo ihr dann halt drüber gesprochen habt, jetzt könnten wir es wirklich konkretisieren. Genau. Und dann kam es dazu. Eben, weil die Tour halt so gut lief und eigentlich alles smooth war und wir uns auch gar nicht auf die Suche machen wollten nach einem neuen Gitarristen zu dem Zeitpunkt, weil mit Max einfach alles so gut lief und er sowieso schon ein Freund von uns war, was halt auch echt super wichtig ist. Wir haben, obwohl wir niemals gepostet haben, dass wir einen neuen Gitarristen suchen, Anfragen von anderen Leuten bekommen, was auch echt nett war. Wir haben Videos zugeschickt bekommen und so, aber es ist immer wichtig, wenn du halt eine Vertrauensperson hast, wenn du wirklich einen Freund in der Band auch hast, das ist super wichtig, weil teilweise verbringst du halt Wochenenden mit irgendwelchen Leuten so, mit denen du halt in der Band spielst und denen musst du halt vertrauen können. Ich meine, man lässt zu Hause halt auch Leute, wenn man irgendwie unterwegs ist, so. Manchmal wäre man halt auch gerne zu Hause und dann teilt man sich halt einfach auch die Zeit, die man dann miteinander hat, gerne mit netten Leuten und vor allem auch mit Freunden. Und so ist es dann eigentlich relativ smooth dazu gekommen. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Das Album war zum Zeitpunkt der Backtast-Tour, also quasi vor meinem Einstieg, noch, ich sag mal, bei 40-50%. Es gab schon einige Songs, die auch schon komplett fertig waren von der Struktur. Es gab aber auch ganz viele einzelne Parts und Fragmente, die zwar schon einzeln zusammengepasst haben, aber es fehlten noch diverse Teilstücke, um die ganzen Songs abzuschließen. Unter anderem war da auch ein Punkt, dass man eventuell überlegt hat, quasi ein paar Clean Vocals auch einzubauen. Und gab einfach dann viele, viele Aspekte, die dann reingespielt haben bei meiner Entscheidung einzusteigen. Deswegen, als zu meinem Einstieg, dann ging logischerweise auch der Songwriting-Prozess weiter. Björn hatte schon sehr viele Sachen vorbereitet, sehr viele einzelne Sachen. Oft wurden Sachen dann im Proberaum verbunden. Die Drums hat man quasi zusammen entwickelt, Sascha hat was vorgegeben. Und dann hat der eine Idee gehabt mit dem Phil da oder wie auch immer, dann hat sich das schon in so einer Dreier-Kombo dann entwickelt. Was die Gitarren angeht, hat Björn dann auf jeden Fall logischerweise den Großteil schon geschrieben gehabt. Dem war ich mir natürlich auch im Klaren beim Einstieg. Deswegen sind wir da auf einer guten Ebene auch einfach gestartet. Was die Ideen angeht, was den Vibe angeht, den man ja so im Proberaum hat, wenn man was Kreatives macht, muss man ja auch ungefähr gleich denken, damit man auch, wenn man Sachen beschreibt mit irgendwelchen Geräuschen, dass der andere weiß, was gemeint ist. Und das hat quasi von meinem Einstieg an auch sehr gut funktioniert, sodass wir da gemeinsam das Album vollenden konnten. Also wenn ich mir überlege, wir haben zu der Altruist-Zeit haben wir die Songs geschrieben, wir haben die geprobt, wir haben die, also kann man ja wirklich sagen, die Songs wirklich kurz vor knapp zu Ende geschrieben. Wir haben eine Woche vor dem Studiotermin gemerkt, dass uns eigentlich noch ein Song fehlt. Wir haben also im Prinzip wirklich noch einen Song, ja, muss man wirklich sagen, dahingeschissen, damit wir wirklich auf unser Pensum kommen. Also wir haben im Prinzip wir haben unsere Grundprinzipien etwas über Bord geworfen, weil wir uns selber einfach total unter Druck gesetzt haben. Und das hat man in der gesamten Stimmung einfach auch gemerkt. Und dann kam die Problematik natürlich dazu, dass dann Björn die fertigen Lieder in Clicktracks umformatieren musste oder setzen musste und dann natürlich auch wieder Nuancen von Tempi-Unterschieden deutlich werden. Und wenn man dann ins Studio geht und ich setze mich ans Schlagzeug und ich höre dann am ersten Tag der Aufnahme den Song auch wirklich erst in seiner Geschwindigkeit, in seiner finalen Ausführung, dann kann man dann nicht wirklich von einer guten Vorbereitung sprechen.
warum das letztendlich aber doch alles irgendwie ganz gut geklappt hat mit diesem Album und mit dem Prozess, obwohl ich hier war, obwohl uns zeitweise zweiter Gitarrist fehlte, war auch einfach die Tatsache, dass wir über die Jahre hinweg schon dann doch sehr eingespielt sind und auch vorher schon viel übers Internet, über Vorproduktion geregelt haben. Das heißt, dass Björn auch in der Vergangenheit schon immer seine Ideen zu Hause aufgenommen hat, uns geschickt hat, damit wir uns das anhören können, schon mal ein Feedback geben können. Und das haben wir letztendlich dann einfach jetzt, als ich dann in Hamburg oder seitdem ich in Hamburg bin, auch einfach verstärkt gemacht. Und wir haben beispielsweise damals bei der Altro ist nur eine Vorproduktion mit den Gitarren und mit den Drums gemacht. Sind jetzt aber mittlerweile dann dazu übergegangen. Also wir haben wirklich bei diesem Album komplett alles vorab einmal aufgenommen. Ich habe hier Vocals schon Anfang 2017 aufgenommen und hab die Vocalspuren immer den anderen geschickt, damit die mir direkt Feedback geben können, ob das cool ist, ob das nicht cool ist. Ich habe den Bass hier komplett aufgenommen. Wir haben uns das hin und her geschickt und konnten dadurch eigentlich, obwohl wir dann ja letztendlich ein paar hundert Kilometer auseinander waren, irgendwie doch recht produktiv und gut an diesem Album arbeiten und hatten keine Probleme, wie wir es ja auch vielleicht erst befürchtet hatten, dass es schwierig wird durch den Umzug. Aber letztendlich hat das irgendwie echt alles sehr gut geklappt. Es kam dann halt so weit, ich mach weiter, Dennis, ne? Es kam dann halt so weit, dass wir tatsächlich alle 6 bzw. 7 Songs fertig hatten und Christoph dann nach Dortmund geholt haben für ein intensives Probewochenende, wo wir dann halt gesagt haben, so, yo, jetzt spielen wir das Album zusammen von vorne bis hinten. Alles kommt zusammen, alles, was erarbeitet wurde, jedes Detail. Wir spielen jetzt auch schon auf Klick. Damit wir halt auch hören, welche Wirkungen die ganzen Soundteppiche haben, die ganzen Backing-Tracks, die im Hintergrund laufen, die wirklich auch dieses Mal das Album ausmachen, auf die wir auch gar nicht mehr verzichten können, weil die halt wirklich einen großen Teil des Sounds von uns jetzt auch ausmachen. Und nach diesem Probewochenende unmittelbar, ich glaube, es war 2 Wochen später, sind Sascha und ich dann mit der Vorproduktion zusammen nach Oldenburg gefahren und haben dann dort angefangen, als allererstes im Oktober die Drums aufzunehmen. Aufnahme, Aufbau, Schlagzeug, Tag 1. Fertig. Die Jungs kamen ja ins Studio und hatten natürlich, ich würde sagen, zu 90% eine sehr fixe Vorstellung von dem, was hier passieren sollte am Schlagzeug. Nichtsdestotrotz gab es aber auch Freiräume in den Songs, die wir noch ausproduzieren oder fertig produzieren wollten, in denen wir auch einfach Dinge verändert haben, weil wir dann natürlich mit Abstand zur Musik, die durch die Aufnahmesituation gegeben ist, auch einfach neue Freiräume möglich machen. Und ja, also teilweise haben wir halt noch Elemente dazugenommen, auch gestrichen, Sachen bewusst minimalistischer gestaltet oder eben ausproduziert. Genau, und dann ist das eigentlich ein recht dialogischer Prozess zwischen, wir probieren etwas aus und sprechen darüber, wie wir das empfinden. Und alle haben, wie auch schon vorhin gesagt, die Freiheit, ihre Meinung zu äußern und dann auszuprobieren. Also der Drum-Sound ist ja auch durch dieses Studio hier schon stark geprägt. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür, weswegen ihr wieder hier seid. Also in der Tonmeisterei geht es ja immer auch darum, oder sehr oft zumindest darum, die Musik schon noch natürlich abzubilden. Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch natürlich immer die Räumlichkeit des Studios hier abzubilden. Und jetzt haben wir ja gerade auch die Neumann-Stereo-Kugel hier, die einfach sehr viel Raumtiefe bringt, den Drums ihre Fülle gibt und eben auch dieses Gefühl von Druck verleiht. Ja, ich glaube, das ist cool. Und natürlich haben wir auch bei eurer Produktion auf dem Schirm, dass natürlich die Anforderungen in Sachen Metal erfüllt werden müssen. Also
die Bassdrum wird schon gut zu hören sein am Ende. Ja. Ja, wir haben auf der 10-Inch, die wir davor aufgenommen haben, auf der Meta, angefangen mit Reamping zu experimentieren und hatten da einen guten Kontakt, einen langjährigen Freund von mir, den ich auch mittlerweile schon seit über 10 Jahren kenne. Das ist Simon Havemann, ex-Warframer Halitzmouth, ein wirklich guter Typ, und ich habe ihm dann geschrieben und gesagt so, hey, ich habe das Know-how, ich habe das Equipment, kann ich dir meine DI-Spuren schicken und du haust da deine Camper-Profiles drüber. Das haben wir gemacht, wir waren halt super zufrieden damit und haben uns dann halt im Laufe dieses Prozesses mit der Meta gedacht, dass wir das auf jeden Fall auch für die Laurels machen werden, sodass wir dann angefangen haben, die Gitarrenspuren bei mir aufzunehmen. Wir haben das gemacht anhand der Spuren, die wir aus der Tonmeisterei haben. Falk war so nett und hat uns einen kurzen Rough Mix der Drums gemacht, damit wir auch wirklich alles so haben, wie es halt passt, wie es für uns passend ist. Und erst kam Christoph, der extra aus Hamburg gekommen ist. Wir hatten eine ganz enge Deadline. Wir haben gesagt, dass wir in 1,5 bis 2 Tagen das Album am Bass komplett aufnehmen müssen. Und Christoph hat reingehauen, ich habe reingehauen und wir saßen halt wirklich zweimal bis tief nachts bei mir und haben dann die Bassspuren aufgenommen. Mein Nachbar ist 11:30 runtergekommen, hat gemeckert. Wir haben dann über billige In-Ears einfach die Bassspuren eingespielt. Und ja, es hat halt auch irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es letztendlich so anstrengend war. Als nächstes war Max dran und es war halt wichtig, dass Max auf jeden Fall auch aufs Album kommt, seine technischen Fähigkeiten an der Gitarre halt beisteuern kann. Das hat dann auch einige Tage in Anspruch genommen, aber waren dann halt auch zufrieden, als wir wirklich alles im Kasten hatten. Und letztendlich war es dann so, ich habe mir Urlaub genommen für meine Aufnahmen und habe mich dann hingesetzt und alles in Ruhe gemacht, alle Spuren in Ruhe editiert und dann on time zu Paras nach Essen ins Studio geschickt. Und letztendlich hat er dann alle Elemente zusammengefügt. Christoph hat die Vocals dort aufgenommen, wir haben den Bass gereamped, wir haben die Gitarren gereamped und wir wollten halt einen klaren Sound und wir wussten, dass Paras das liefern kann, und deshalb haben wir uns dann entschieden, das Ganze in Essen zu vervollständigen. Ich kann mich erinnern, dass ihr immer quasi mit einer Vorstellung an mich herangetreten seid, dass ihr das möglichst rough klingen lassen wolltet, und ich ja eigentlich immer schon so eher den moderneren Sound favorisiert habe, ja, und ja, mit der Meta kam eigentlich so ein bisschen die Wende. Das hat es, glaube ich, auch in der Band einen kleinen Prozess gegeben irgendwie. Und ja, man merkt das auf jeden Fall am Soundgewand. Also ist alles irgendwie meines Erachtens runder geworden. Ich favorisiere so den moderneren Sound, den Dong. Genau, ich favorisiere eher so den ja, ich sag mal, den produzierten Metal-Sound irgendwie, der tief und breit klingt. Und bin eher weniger derjenige, der, ich sag jetzt mal, so einen Keller-Sound irgendwo favorisiert. Demnach kam mir das sehr entgegen mit der soundlichen Wende, und ich finde auch, gerade in Anbetracht des neuen Albums, in dessen Prozess wir ja momentan stecken, ich finde, da gibt es ganz viele große Momente, wo viel Details mit einspielen, die vorher überhaupt nicht da waren, die vorher überhaupt nicht versiert wurden, sag ich mal. Und ich glaube, gerade da funktioniert dieses Soundgewand auch recht gut, das moderne Metal. Ich finde, gerade wenn es um epische Teile geht, wenn es um auch harte Teile geht, so, dann kommen da gewisse Gitarrenspiele und so weiter viel besser ans Licht, als es mit dem Soundgewand der ersten beiden LPs war. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Figuren, die du in einem nicht regelmäßigen Abstand spielst. Ja, da hast du halt, wir haben uns halt genau angeguckt. Dillinger Escape Plan. Wir haben uns mehr irgendwo in der Mitte getroffen und einen Weg gefunden, das Ganze gut umzusetzen. So. Also ich finde, die letzten Tage sind extrem
harmonisch und definitiv sehr produktiv verlaufen. Und ich finde, wir haben relativ schnell einen Sound gefunden, mit dem wir alle sehr zufrieden sind. Und ja, was das Mix und Mastering angeht, da lasse ich noch alles offen. Aber vielleicht lasse ich mir auch noch was Nettes einfallen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben bisher gute Ergebnisse erzielt und ich glaube, dass das echt ein sehr gutes Album werden wird. Ja, ich habe ja auch, ich glaube, ich habe es ja noch Anfang der Woche zu dir gesagt, dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass da jetzt in absehbarer Zeit ein fertiges Album ist, weil es ja irgendwie noch so mega chaotisch war. Irgendwie die Einspuren müssen ja auch noch immer aufgenommen werden. Absolut, und klar. Dann kamen erst irgendwie so die Bassspuren und ich habe irgendwie über die Vorproduktion gesungen, aber irgendwie... Ja, es ist natürlich, wenn du quasi drei Leute hast oder drei Hauptleute, die daran arbeiten, sei es der Björn, der die Gitarren und den Bass mit dir aufgenommen hat, oder sei es die Tonmeisterei, die die Drums aufgenommen haben. Das muss ich natürlich erstmal alles zusammenfügen. Ja? Da müssen die Sachen noch editiert werden, da muss da noch ein bisschen dran gefeilt werden und gedreht werden. Da muss man sich zusammen auf den Sound einigen. Aber das ging relativ schnell in den letzten Tagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie nur ansatzweise ins Stocken kamen. Und ich warte zwar immer noch auf die Daten, aber, aber so langsam fügt es sich und wir können gespannt sein. Wir haben natürlich auch anfangs mal kurz überlegt, ob wir uns mit diesem Album bei anderen größeren Labels bewerben sollen. Das hat sich dann aber auch eigentlich relativ schnell für uns erledigt und wir haben uns dagegen entschieden, weil uns war es auch immer sehr wichtig, dass wir einen großen Einfluss auf das Endprodukt haben. Das heißt, wir nicht einfach nur das Master beim Label abgeben und dann im Prinzip keine Hand mehr darauf haben und hoffen müssen, dass dabei was Cooles rumkommt, sondern wirklich Einfluss darauf treffen können, wie das Vinyl aussieht, welche Promo man macht, wie man das Ganze veröffentlicht. Und da war dann eigentlich, obwohl wir diese Überlegung am Anfang hatten, uns vielleicht bei anderen Labels zu bewerben, relativ schnell klar war, dass wir das wieder mit Moment of Collapse machen, weil das halt auch bisher bei den anderen Veröffentlichungen nicht nur auf ich sag mal reiner Label-Ebene oder Arbeitsebene gut geklappt hat, sondern uns da auch mittlerweile eine ja, echt enge Freundschaft mit Basti und Jens verbindet. Und wir halt wussten, wenn wir wieder mit Moment of Collapse arbeiten, dass wir da wirklich vollste Entscheidungsfreiheit haben und da keine Entscheidungen über unseren Kopf hinaus getroffen werden. Für uns als Label ist es immer wichtig, aus einem Release was Besonderes zu machen. Kein kaltes, steriles Produkt einfach nur zu haben, was ja, ohne Liebe irgendwie veröffentlicht wird. Am Ende ist es immer schön, wenn man das finale Produkt dann in den Händen hält und weiß, dass es halt im ganzen Entstehungsprozess viele kleine Details gab, die man ja, in langen Gesprächen, in Diskussionen und Überlegungen ja, hin und her gedacht hat und gesponnen hat und dann kommt es halt wirklich so raus, wie man es sich halt vorstellt und sei es halt irgendwie bei kleinen Details, die im Artwork sitzen, sei es halt die Vinylfarbe, die oftmals wirklich
lange hin und her überlegt wird, was man da machen möchte oder den Effekt, den man beim Vinyl benutzt. Und ja, die Liebe steckt halt im Detail. Ich für mich persönlich habe relativ schnell die Entscheidung getroffen, nicht die Verantwortung für das Artwork und für das Aussehen der Platte zu übernehmen. Und da habe ich für mich relativ klar und schnell auch den Entschluss gefasst, den Jungs zu sagen, dass ich das gerne einfach mal in eine andere Hand geben möchte. Vor 2 Jahren habe ich Robert in Budapest kennengelernt. Ich war da, weil ich mich von ihm habe tätowieren lassen. Und durch diese Freundschaft, die uns so ein Stück weit verbindet, war er definitiv für mich ein klarer und von mir aus gewollter Kandidat, diese Sache mir dann einfach abzunehmen. Natürlich ist es für mich dann eine riesengroße Ehre, dass wir Robert für das Projekt dann begeistern konnten und er ohne zu zögern auch zugestimmt hat, das übernehmen zu wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Robert die Illustration zeichnet fürs Album und ich mich dann mit der Koloration beschäftigt habe und das Ganze dann halt auch ins Layout gebracht habe für LP und CD. Ja, in der gemeinsamen Arbeit haben wir definitiv ja, ein Endergebnis erschaffen, was auf jeden Fall sehr, sehr stolz macht und auch so ein Stück weit die Qualität widerspiegelt, die wir auch mit der Musik umsetzen wollten. Und es war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, ein rundes Paket zu erschaffen, was sich wirklich nicht nur auf die Musik beschränkt, sondern auch einfach schon damit beginnt, dass man sich das Cover anschaut. Ja, also die Unterschiede von Album 2 auf Album 3 sind für uns als Band einfach signifikant und super. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Also innerhalb der Band war es halt für uns auch einfach ein riesiger Sprung, weil wir gemerkt haben, dass wir uns deutlicher und fokussierter auf die Instrumente konzentrieren, was vielleicht auch daran lag, dass wir halt vorher 5 Songs geschrieben haben, wo wir gedacht haben, wir bringen jetzt ein Instrumentalalbum raus, weil Christoph ja auch seine Stimmprobleme hatte und die Stimmtherapie gemacht hat. Daher rührte diese ganze Idee auch und als wir die Songs verworfen haben wir aber trotzdem mit diesem Ansatz immer noch gearbeitet, dass wir die Instrumente ausarbeiten wollen. Und ich würde auch sagen, dass wir so ein bisschen wieder mehr zurück zu uns gefunden haben. Ich fand, auf der Altruist haben wir uns halt auch wirklich viel auf andere Bands konzentriert und auf andere Musikrichtungen und so. Und wir wollten so klingen, wir wollten düster klingen, wir wollten das machen und das machen. Und der große Unterschied ist halt einfach, dass wir dieses Mal das gemacht haben, was wir auch wirklich wollen. Und dass wir versucht haben, so wirklich unseren eigenen Sound zu kreieren, indem wir halt wirklich auch auf die Instrumente setzen und halt auch neue Elemente dazu nehmen. Wir spielen jetzt schon seit 2 Jahren auf Click und haben halt live auch einfach immer Backing-Tracks und Synthies dabei gehabt, sodass wir halt diesmal gesagt haben, dass das auf jeden Fall ein großer Anteil halt sein muss. Und mittlerweile sind wir da auch wirklich so weit, dass wir halt sagen können, dass das Album ohne die Synthesizer und die ganzen Hintergrundmelodien, die jetzt halt stattfinden, gar nicht mehr funktionieren kann. Und das ist wirklich auch der große Unterschied und vor allem halt auch, dass wir so gut wie keine Blastbeats mehr auf dem Album haben. Ich glaube, wir haben eine Passage auf dem Album, wo halt ein kleiner Blastbeat ist, dass wir auch wirklich diese Attitüde, die uns halt auch nachgesagt wurde, dass wir Black Metal machen, dass wir die halt verloren haben. Wir wollten ein klares Album schreiben, wir wollten ein progressives Album schreiben, wir wollten ein Album schreiben, wo viel Melodie drin ist, viel Klarheit, klare Gitarren, aufgehende Melodien, aber gleichzeitig halt auch, dass wir halt diese Auseinandersetzung mit dem Thema Angst halt auch irgendwie in die Musik reinbringen, weil letztendlich ist es ja auch ein Konzeptalbum geworden, muss man auch sagen. Ja, ich hoffe, das ist uns einfach auch gelungen, dass es halt jetzt wirklich alles ein bisschen ausgearbeiteter ist, detaillierter, in sich vielstimmiger und ja, kann dann nur sagen, dass wir auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt haben und dass ich hoffe, dass man das einfach auch merkt. Ja, also ich glaube einfach, dass aus Label-Sicht heraus, dadurch, dass wir ein DIY-Label sind, finde ich es einfach auch nochmal erwähnenswert, einfach, wir sind ein Label, das Releases machen kann und darf. Aber wir müssen nichts machen, worauf wir keinen Bock haben. Und das machen wir auch nicht. Und ich glaube, so im Fall von
Red Apollo ist es im Prinzip das geworden, was Basti und ich auch immer gerne wollten. Wir wollten immer gerne langfristig mit Bands zusammenarbeiten, so Musik als Motor, Freundschaft im Prinzip als Benzin dazu, und genau das ist es irgendwie gewesen. Ich denke, wir haben da eine gute Basis gefunden. Ich denke, Basti sieht das genauso. Wir sind ein DIY-Label, das das macht, worauf es Bock hat und darauf nicht Rücksicht nehmen muss, was irgendwelche Maßstäbe auf dem Markt sind. Und dass dabei dann sowas entstehen kann und darf, ist der Kern der Sache. Und darum geht's. Und um Menschen gute Zeit haben, gute Musik um die Ohren haben und einfach irgendwie was machen zu können, worauf man 100% Bock hat.